Hallo, meine lieben Körperteile-Konvolute und willkommen zu einem neuen Klotzkopf, der 40 vor 2, nein, nicht 40 vor, 40 4 22, dem Frankenstein-Briketts, beziehungsweise eigentlich ja Frankensteins Monster-Briketts. Frankenstein ist der Wissenschaftler, der den hier erschafft, aber wir wollen mal nicht so sein. Wobei ein Set mit Frankenstein selbst und Igor als Briketts, das wäre auch nochmal cool. Vor allem Igor mit dem Buckel, ich glaube, der würde als Briketts nochmal sehr interessant sein. Aber wir haben jetzt erstmal nur Frankensteins Monster, interessanterweise mit einer Universal-Lizenz. Was seltsam ist, weil Frankensteins Monster ja eigentlich gemeinfrei ist und da braucht man überhaupt keine Lizenz, um ihn produzieren zu können. Aber meinetwegen haben wir das halt. Ich glaube, das Ding, weswegen Universal-Lizenz hier ist, sind diese Stats hier und vielleicht auch die Narbe, weil das das konkrete Design ist. Aus den alten Universal-Filmen. Die Figur basiert nämlich definitiv auf dem Boris Karloff Frankensteins Monster aus den 50ern. Sehr alte Filme, Schwarz-Weiß-Filme vor allem, was sich hier auch in der Optik niederschlägt. Wir haben hier also eine schwarz-weiße Brickhead-Figur. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht, so eine komplett schwarz-weiße Figur in eine Welt zu stellen, die Farben hat, wie meine Hände zum Beispiel. Wir werden sehen, wie das aussieht. Wir sehen schon mal hier, wie er aussehen soll. Und was man schon auf der Verpackung sieht, sind diese Augen. Die Augen sind exklusiv. Die gibt es nur in diesem Briquette. Und die werde ich noch sehr gut gebrauchen können. Unser Größenvergleich ist das andere exklusive Teil dieses Sets, nämlich der Körperbedruck. Ja, mit dem zugeknöpften Hemd, halb zugeknöpften Hemd. Wir sehen, es ist Briquette Nummer 111, Frankenstein. Ja, genau, hier ist der Boris Karloff Frankenstein nochmal stilisiert. Sehr schön. Universal Monsters, Frankenstein 111. Jede Menge Wörter. Hier ist ein Groß, hier ist ein Klein, hier ist nochmal Frankenstein. Noch mehr Wörter, Zahlen. Ein Barcode, ein Baum. Ein grüner Punkt, keine traurigen Zwiebeln. Oh, ah, da sind sie. Da ist meine traurige Zwiebel. Die muss ja wohl sein. Mit der dicken Nase. Da haben wir sie. Und der Brickhead hat leider keine Marken zum Draufdrücken, zum Öffnen. Dann muss Schnippschnapp her. Und Schnippschnapp leistet jetzt Beihilfe bei der Zerstörung dieser Verpackung. Schön aufklappen. Wie so ein Alien-Ei. Jetzt springt gleich Frankenstein mich an und naja. Wir haben eine 6x6 Platte. Wir haben eine Tüte Teile. Die sind überraschend bunt. Ich hatte keine farbigen Teile erwartet. Ich hatte wirklich gedacht, das wird jetzt alles schwarz und grau. Kleine Teile, die sind ja auch tatsächlich schwarz und grau. Hier die sehr schönen Metallic Silber Einzelpinöppel. Da bleibt hoffentlich einer von übrig. Das ist eine schöne Farbe. Jede Menge Sandgrün. Auch interessante Farbe. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele von diesen Teilen da verbaut sind. Das ist ein etwas untypischer Brickhead offenbar. Interessant, weil normalerweise basieren Brickheads ja komplett auf diesem Stein hier. Der 1x2x2, 2 2 Drittel mit den vier Noppen an der Seite. Diesmal haben wir sehr häufig den hier. Okay, ich bin gespannt, was das wird. Und als letztes in unserer Verpackung. Die Anleitung, die ein bisschen zusammengeklappt ist, hätte die, na gut, die hätte vielleicht nicht ganz auseinandergefaltet da reingepasst. Ich wünschte, Lego würde diese Verpackung besser auf die Kartons abstimmen, damit man halt nicht diesen hässlichen Knick dann drin hat. Der ist auch beim Blättern ja relativ nervig, weil das dann immer wieder zublättert an diesem Knick. Wir haben eine Teileliste, relativ übersichtlich. Wir haben die Anleitung, so soll er am Ende aussehen. Oh Gott, sieht der sieht so depressiv aus aus dem Blickwinkel. So. Gut, passt zu Frankenstein, passt schon. Ja, von vorne bis hinten Bauanleitung und hier sind noch ein paar Bilder. Guck mal, du kannst das Ding auspacken und dann kannst du es bauen. Na, sowas auch. Und nochmal unser Bild von vorne. Okay, das ist das. Nicht so viel Anmerkenswertes. Ah, genau, das hier ist auch nochmal ein exklusiver Print. Für die Stirn. Das ist das Schöne. Die meisten Brickheads haben keine Sticker. Die haben Prints, also Bedruckungen. So auch er hier. Und das sind dann auch gleich exklusive. Alles
sehr nett. Ich werde dann mal mich ans Bauen begeben. Da ist er, unser Klotzkopf, und Gott, in der Perspektive sieht er wirklich sehr depressiv aus. Fangen wir an mit den übrigen Teilen. Das hier sind sie. Light Bluish Gray, einmal eins Platte, einmal eins Fliese. Ein silberner Einzelpinöppel, sehr schön. Und einmal dieses Auge, das im Moment exklusiv in diesem Set ist. Vielleicht taucht das noch anderswo auf. Ich werde diese Augen, und das ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, komm, das packe ich ein, super brauchen können für das Mock, was ich morgen vorstelle. Da sind die Augen auch sehr, sehr passend. Da hatte ich es nämlich nicht so einfach, passende Brickheads-Augen zu finden. Hab dann im Endeffekt beim Entwurf, den ihr dann auch digital sehen werdet, habe ich ein normales Auge genommen aus dem Creator-Bereich. Die hier sind aber nachher für die Umsetzung als echtes Teil einfach super. Ihr werdet das morgen sehen. Aber genau, das sind die übrigen Teile. Nicht viel, aber etwas. Und dann haben wir unser Monster. Beziehungsweise, wie gesagt, das Set nennt es Frankenstein. Eigentlich ist es das Monster. Ja, Literaturtheorie ist halt nicht das Thema hier, sondern Klemmbausteine, wie zum Beispiel diese von Lego. Und wir haben sehr, sehr ausgeprägte Augenbrauen. Deswegen sieht er auch von oben so depressiv aus, weil die Augenbrauen dann sofort das halbe Auge verbergen. Und dadurch, dass die Augen diese Form haben, wird das noch verstärkt. Aber die Augen, ne, eine nette Form, mal nicht dieses runde, normale, sondern ein bisschen anders, ein bisschen unter den Augenbrauen stellt das hier dar. Aber man kann es zum Beispiel auch super als Schlafaugen oder sowas benutzen. Da kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Ihr seht, der hat die riesigen Brickhead-Ohren. Ich habe den Moment, wo ich mich gerade definitiv mal räuspern muss. Ja, ich hatte zwischendurch Mittag gegessen, da war noch was in der Kehle. Jetzt ist aber raus. Genau, wir haben hier die Stirn. Schöne Bedruckung, auch mit Silbern. Silbern und dunkelgrau auf einem hellgrauen Teil. Das hier sind diese 1x1-Platten mit den Zahn runter. 4 Stück davon, schon einmal überhängende Haare, wunderbar. Hier ist die andere Bedruckung, das ist ein 1x2x2 Stein. Mit dieser Bedruckung auf einer Seite. Hände, Brickheads Standard. Füße, Brickheads Standard. Und der Kopf sehr, sehr schwarz geraten. Natürlich die ganzen, das schwarze Haupthaar. Interessant ist, was drin steckt. Der sieht ja jetzt sehr, sehr schwarz-weiß aus. Also hier sieht man tatsächlich keine farbigen Teile mehr. Ihr habt aber vorhin bei der Tüte wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe es ja auch gesagt. Jede Menge Farben zu sehen. Wenn man den einfach mal aufmacht, na, dann sieht er von innen nämlich so aus. Viel detaillierter als ein normaler Brickhead, weil der halt diese ganzen kleinen Snotsteine benutzt. Und wenn man hier das da oben mal verdeckt, dann ist das farblich auch sehr, sehr schön. Also das passt gut zu den Filmen. Das ist halt wieder dieses klassische Frankenstein-Grün, was man gerne benutzt, hier die Teile. Und dann noch ein bisschen anders. Auch hier ist innen drin, sind solche Steine in diesem Grün. Das passt tatsächlich ziemlich gut dazu, dass es ja Frankenstein als Leiche ist. Das hat so ein bisschen diese Zombie-Wirkung. Die hier sind halt deutlich zu hell. Die passen nicht, weil das hier, dieses grün-schwarz gestreifte, sieht eigentlich farblich auch wunderbar aus beim Zusammenbau. Wenn man es natürlich einmal zusammengebaut hat, ist es völlig wurscht. Da guckt nichts mehr durch. Dann ist das grün-schwarze auch wurscht. Aber beim Zusammenbau ist es nochmal ein nettes kleines Gimmick. Apropos Gimmick. Er hat natürlich, wie die meisten Brickheads, einen pinken 2x2 Stein als Gehirn drin, wie es sich gehört. Und ansonsten sehr, sehr grüne Eingeweide, weil er ist halt das Frankensteinische Monster. So sieht er aus. Die Bolzen hier als Silber-Einzelpinöppel, wie gesagt, sind nochmal nett. Und sonst ist es halt ein ziemlich Standard-Brickhead, der aber definitiv gut aussieht. Ich glaube, das ist von denen, die ich bis jetzt hatte, definitiv mein Lieblingsbrickhead. Der funktioniert super in dieser klotzigen Form. Der hat mit sehr wenigen besonderen Elementen sehr viel Charakter. Also die Augenbrauen finde ich halt super. Die Haare finde ich super. Die bedruckten Teile sind schön. Das ist schon sehr, sehr nett. Ich hatte damit gerechnet tatsächlich, dass ich mehr von diesen Brickhead-Elementen bekomme. Also die mit den 4 Seitennoppen, die hohen 1x2er. Gut, hat jetzt nicht sollen sein. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, der erste Brickhead, den ich nicht wieder auseinanderbauen werde. Der ist nett. Der gefällt mir. Morgen
kommen wir auch noch mal zu den Brickheads, aber dann gibt's einen eigenen Klotzkorb, den ihr noch nie gesehen habt. Bis morgen dann. Und vielleicht noch mal ein zweites Video, da muss ich gucken, wie das zeitlich hinhaut, weil es gibt noch mal ein Thema, nicht zu einem konkreten Set, wo ich auch noch ein Video zu drehen wollte. Werden wir sehen, ob das morgen kommt. Ich sag jetzt erstmal bis dahin.